Liebe Grüße, wir machen weiter mit Elex 2 und versuchen mal da vorne dieses kleine Monster zu erwischen. Mal gucken, ob das klappt. Ach, wir locken ihn erstmal hier hin an. Ein bisschen aus der Entfernung schon mal fix und fertig machen. Oh, der will ja hier runterspringen auf uns. Kann er das? Nee, kann er nicht. Conny, schnapp ihn dir. Ich helfe dir. Ja, und jetzt... Ja, mit den kräftigen Schlägen. Daneben und nochmal. Einschlagen. Ah. Ja, das sah noch gar nicht so ungelenk aus. Das haben wir hinbekommen, klasse. Sehr schön, kaum verletzt. Nicht jede Aktion hat geklappt, aber im Prinzip haben wir das ganz gut hinbekommen, fand ich. Das lief ganz ordentlich. Und wir haben noch Zeit zum Blümchen pflücken zwischendurch. Immer die Blümchen mitnehmen, ansonsten lohnt sich's nicht. So, wir sind unterwegs nach... Ach, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte doch hier hin. Wir sind nach Osten gelaufen, statt nach Westen. Das ist ja zu witzig. Ich bin... Oh, guck, wir haben bald das Level up. Da können wir die besseren Waffen benutzen. Wir wollten doch hier hin und dann hier. Genau in die falsche Richtung. Peinlich. Kompass nutzen. Das ist der Weg. Aber jetzt, wo wir schon mal einmal sind, bei einem Haus, einmal Haus looten. Das muss jetzt sein. Oh, wie schön, schaut mal. Wenn wir das irgendwann mal eine Spitzhacke haben, dann können wir hier Elex abbauen. Das merken wir uns. Oh. Golderz ist sicher wertvoll. Oh, ne. Der Ärmste. Ein toter Outlaw. 66 Elixi. Der arme Outlaw. Ein Bildchen. Ja, große Kunst. Sehr große Kunst. Sehr beeindruckend. Wer erkennt das Motiv? Ich frage mal die Leute auf Twitch. Was stellt das dar? Ja, es sind auch viele Kunstkenner bei uns in der Community. Das weiß ich. Viele abgebrochene Kunststudenten oder Kunsthändlerinnen oder solche, die das mal werden wollen. Was stellt dieses Porträt dar? Ein echter Picasso, meint Les Square Fox. Das ist, Jim Rayner hat es erkannt. Richtige Antwort von Jim Rayner. Das Ganze war eine Fangfrage. Es war das große Kritzeln. Danke an René. Messerscharf beobachtet. Er stellt einen jungen Raptor dar, behauptet er gegen Essen, der wann will. Krickel, krakel. Rupinho, sowas habe ich auch mal gemalt vor 53 Jahren. Ein zerknitterter Brief. Oh, Waffenlieferung. Die Qualität der Waffen war top. Mit der angemessenen Entlohnung hat es auch funktioniert. Schön zu sehen, dass du nicht so geizig bist wie dein Vorgänger. Sobald Ort und Zeit für die nächste Lieferung feststehen, schicke ich wieder umgehend einen meiner Jungs los. Gib deiner Frau rechtzeitig Bescheid, wann wir an vereinbarten Treffpunkt auftauchen. Nicht, dass sie wieder mit dem Knüppel um die Ecke kommt und uns eine überbraten will. Also irgendwie, der Outlaw ist gestorben. Vielleicht lernen wir ja später Outlaws kennen, die uns eine Quest geben, dass wir nach jemand Ausschau halten müssen und dann haben wir die sofort erfüllt. So stelle ich mir das vor. Oh. Ach, cool. Ein Kriegshammer, den wir noch nicht benutzen können, aber immerhin. Viele gute Sachen. Wir nehmen alles mit. Sehr fein. Ach, das ist eine Frau, ne? Ach, Kristall mit.
Oh, ein starker Heiltrank, ein kleiner Elixierbeutel. Es lohnt sich ja richtig, das Leichenflattern. Ich bin echt sehr begeistert. Wie gesagt, wir wollten, jetzt sind wir hier. Hier waren wir doch schon mal. Wir sind diesen kleinen Weg lang gelaufen, haben mal Kroni getroffen und damals sind wir doch abgehauen vor Monstern. Eins hat man getötet, bei einem bin ich, oder ich war mehrfach um die Ecke gebracht worden. Sollen wir mal gucken, ob wir die jetzt erwischen können? Einfach nur, um zu gucken, um den eigenen Spielfortschritte zu genießen. Das war eine rhetorische Frage. Natürlich machen wir das. Den Weg da links. Da waren wir unter diesem Abhang durchgelaufen, ich erinnere mich. Und die Monster waren, glaube ich, hier in der Ecke irgendwo. Da ist er. Jetzt kriegen wir den. Den holen wir uns. Wir locken ihn einmal an. Kroni, ein großer Auftritt. Schwächen ihn schon mal etwas. Geschafft. Neue Stufe. Sehr schön. Zweimal hat er uns erwischt. Ein paar Mal konnte ich mich wegschlängeln mit Purzelbäumchen, aber dann hat er uns doch erwischt. Zweimal. Verletzt, aber hat geklappt. Das können wir per Nickerchen machen. Schönes Gefühl, vor denen waren wir zuletzt immer abgehauen. Dass man so ein bisschen Gefühl bekommt für Spielfortschritt, finde ich sehr schön. Da vorne ist noch einer. Was wagen, Leute? Einmal ausheilen, bitte. Einmal einen Heiltrank mampfen. Reicht nicht ganz aus. Noch einmal Rattenfleisch hinterhergekippt. So. Und jetzt schauen wir mal. Wenn wir diese Waffe hier hätten. Den Klopfer. Wir haben 21 Attributspunkte jetzt. Oh, er hat uns bemerkt. Wir müssen erstmal kämpfen. Oder erstmal abhauen. Erstmal uns aufladen. Jetzt jagt er uns. Ich will mich erstmal aufladen. Nein, da kommt gleich der Nächste. Zu früh gefreut. Da war ich noch im Überschwang der Mordlust von eben und habe mich für unbesiegbar gehalten. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Plätzchen, wo wir in Ruhe skillen können.
Sind wir erstmal in Sicherheit? Jetzt wird erstmal geskillt, bitte. Also, 21 Attributspunkte haben wir. Und das ist der Klopfer, eine coole Einhandwaffe mit Giftschaden. 400, der ist richtig wertvoll, den haben wir irgendwo bekommen. Wir bräuchten 48 Stärke, 24 Konstitution, den können wir eh nicht tragen. Was ist das Beste? Das ist das, was wir im Augenblick benutzen, das einfache Schwert. Einhandwaffen. Die kriegen wir auch nicht hin. Stärke, ja, die ist auch gar nicht so viel besser. Da müssen wir noch lange warten. Da fehlen uns locker noch die Attributspunkte. Also wir bräuchten irgendwie so eine Zwischenwaffe. Die zwei, die kriegen wir auch nicht. Den Bogen benutzen wir schon. Da müssen wir noch ein bisschen ansammeln. Ich würde die Attributspunkte nicht ausgeben. Vielleicht nachher für Intelligenz, damit man fliegen kann oder bei irgendeinem anderen Lehrer, aber jetzt ja einfach raushauen für stark für so basiskörperliche Geschichten, starke Konstitution, um Waffen zu benutzen zu können, die wir dann noch nicht benutzen können, dann würde ich die erst weiter noch ansammeln. Die haben natürlich noch Nebeneffekte, ihr seht es, wenn wir hier noch 4 reingeben würden, hätten wir einen Nahkampfschaden mehr, hätten wir einen Lebensenergiepunkt mehr, aber ich würde noch abwarten. Jetzt holen wir uns erstmal den kleinen Raptor, der war ja hinten, den Raptoren. Das ist doch ein guter Standort. Wir schwächen ihn schon mal ein bisschen. Oh, so aber nicht. Ich hab das doch gesehen. Mitten ins Unglück reingelaufen. Einmal anlocken. Koni, feuer doch mal. Mach mal was, Koni. Boah, ist der flink. Boah, ist der groß. Das will ich jetzt aber nochmal. Will ich nochmal. Das will ich hinbekommen. Wir haben halt sehr weh. Nein! Ach so, wir hatten kaum Lebenspunkte. Wann haben wir die denn verloren? Hatten wir da nicht vorher abgespeichert? Wann haben wir die denn verloren? Ich dachte, wir hätten volle Trefferpunkte die ganze Zeit. Jetzt ist es einfacher. Ich versuche mal, ob ich mich von hinten an ihn anschleichen kann. Noch hat er uns nicht entdeckt.
Jetzt? Jetzt kümmert er sich erstmal um Kroni. Ja. Diese mächtigen Schläge, die, oh, die kosten vor allem Ausdauer. Deshalb diese schweren Schläge. Und wir lenken ihn ab und Kroni folgt. Ja. Ja, klappt doch. So hat's geklappt. Wir haben Kroni genutzt, der ist ja sehr agil, der kann er nicht immer benutzen, kann immer schießen, egal wann und wo. Und haben selber halt ihn von hinten, das ist auch glaube ich, das ist das nicht bei Elex so, wenn man Gegner von hinten angreift, gepanzerte Gegner, dann sind die schwächer? Habe ich irgendwie im Kopf, dass man sich den Leuten von hinten nähern muss. Liebe Elex und Gothic und Co-Veteranen, habe ich das so richtig im Kopf? Wenn man sich den Bestien von hinten nähert, sind die empfindlicher? Stimmt das so? Bilde ich mir ein irgendwie, wäre so. Mit dem Kopf durch die Wand. Es hat geklappt. Und auch kaum Trefferpunkte verloren. Sehr schön. Schnell einmal abspeichern. Weiß das jemand? Kanonenfutter. Vielen Dank fürs erste Abo an dich. Hier war irgendwo noch eine Bestie. Die holen wir uns auch. Ich habe recht, schreibt auch Montezuni. Okay. Es gibt einen Bonus, wenn man sich anschleicht. Ja, anschleichen war es jetzt nicht unbedingt, aber... Und da eben hatten wir noch ein Monster noch hier irgendwo gesehen, ne? Ich glaube, das war hinter dieser Anhöhe. Da ist es. Hat man es gesehen? Ja. Und es sehr. Boah, ist der schnell. Oh. Ist denn da? Weg mit der Waffe! Wachen? Ach, das ist ein Händler. Endlich nimmst du Vernunft an. Die haben uns geholfen. Das war ein Händler. Haben wir die XP bekommen? Da hinten läuft der Händler. Schnell erstmal plündern. Und erstmal rüber und mal mit den Händler mal kennenlernen. Das sind Händler, die haben ihre eigenen Routen, laufen überall lang. Und die haben uns gerade beim Kampf geholfen. Bleib stehen! Ich will ein Schwätzchen halten. Eine Wache. Zwei Wachen, ein Händler. Gucken, was der Schönes hat. Hey! Willkommen, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, ich bin dein Mann. Ich habe nur die besten Waren zu verkaufen. Interesse? Lieben Dank an Jogi oder Yogi fürs Abo, fürs 12. Hi, Yogi. Ja, lass uns handeln. Lass uns handeln. Ihr müsst mir nicht... Natürlich! Ich lasse mir gerne Tipps geben, aber bitte nur die Tipps, nach denen ich frage. Wenn ich nicht danach frage, dann nicht, weil das ist dann langweilig. Das ist dann Malen nach Zahlen, Spielen nach Raten, ich weiß es nicht. Da haben wir auch bitte nochmal den üblichen Hinweis an die Chatmods. Bitte einmal posten, kein Backseat-Gaming steht ja auch in der Stream-Überschrift oder im Tag drin, glaube ich. Und bitte nochmal das entsprechend posten. Was können wir hier verkaufen erstmal? Es ist nicht viel, aber wir nehmen alles. Wir verkaufen hier mal ein paar Dinge. Eben wollte ich es noch behalten, aber wir sind ja fast blank. Das kann nicht schaden. Eine Kippe behalten wir mal. Ich kann uns damit bei irgendjemand einschleimen. Jagdtrophäen werden verkauft. Das Bild verkaufen wir nicht. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Den Zettel auch nicht.
Nee, das bleibt alles. Den Rest brauchen wir eh und das behalten wir auch mal auf Vorrat, die Materialien. Und auch die ganzen Heilpflanzen unter anderes. Nahrungsdinge, wer weiß, wofür man es nochmal nutzt. Würde ich nicht ohne Not jetzt machen. Guck mal und später mal. Tränke behalten wir auch und vieles andere mehr. Den Stärkemodifikator, das könnte ich mir vorstellen, den gleich zu verwenden. Weil der lässt sich, glaube ich, nicht im Gegensatz zu den Tränken nicht verbessern. Und den, wo macht man denn dran eine Waffe? Nee, den geht nicht. Den muss man eine Waffe dran machen. Und die Fähigkeit nahm man dann nicht. Einmal verkaufen, bitte. Lass uns handeln. Natürlich. Hier oben wieder hin. Die Bremsraketen können wir noch nicht anbauen, Jim Rayner. Dafür müssen wir Lernpunkte ausgeben und Elixit. Das geht auf einer Jetpack-Bank. Das können wir jetzt noch nicht machen. Achso, wenn wir eine gute Berserker-Kapuze haben, können wir die billige ja verkaufen. Ah nee, das ist kaufen. Das Bleirohrbund brauchen wir nie mehr. Können wir auch verkaufen. Einen der beiden Bögen verkaufen wir. Jetzt schauen wir mal, ob wir was kaufen wollen. Bessere Bögen, die wir auch schon nutzen können. Den Bogen können wir benutzen und der macht 7 mehr Schaden als das, was wir haben. Wir haben im Augenblick diesen Bogen hier. Den beschädigten Jagdbogen. Ah, nee, was ist der, den wir benutzen? Den benutzen wir. Mehrere davon kann man verbessern zu einem besonders coolen. Nee, den haben wir nicht. Was ist denn der, den wir nutzen? Habe ich meinen eigenen Bogen gerade verkauft, um Gottes Willen? Den nutzen wir und den nicht. Ich habe den falschen verkauft. Den müssen wir behalten. Den müssen wir behalten. Achso, der Unterschiedswert bezieht sich zu der Nahkampfwaffe, die wir ausgelegt haben. Der hat also einen Schaden von 21 im Maximum und das ist genau der, den wir auch haben. Ja, das war Quatsch. Das war Unfug. Wir verkaufen lediglich das hier. Mehr ist nicht drin. Und was hat er zu verkaufen? Nichts, was uns... Die Axt würde uns weiterhelfen. Wenn wir jetzt unsere Punkte doch ausgeben würden. Die 21 Punkte, die wir haben, das kostet 11 Punkte plus 15, 25 Attributspunkte. Die haben wir allerdings auch nicht. Da würde ich nur abwarten. Ein gutes Geschäft. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Und hier läuft er immer hin und her. Also dann laufen wir jetzt wieder zurück. Hier oben hin und wir wollten uns doch die hier schnappen. Wir können auch hier quer durch. Nee, wir laufen oben rum. Wir laufen einmal die Straße runter und dann auf der anderen Seite. Und wir müssen zwischendurch auch einmal heilen. Wir beamen uns mal hier hin. Einmal ein Nickerchen machen, dann weiterziehen. Bis wann? Bis zum nächsten Morgen. Wir haben einiges vor. Und naja, wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde.
Hier sind wir. Ach, schon wieder verkehrt. Hier müssen wir lang. Ich bin schon wieder verkehrt rum abgebogen. Hier geht's hin. Also müssen wir Richtung Osten. Da ist Osten. Das andere Westen. Hier geht's runter. Das ist die Straße. Hier müssen wir runter, hier lang und dann hier unten lang und zu den Banditen wollen wir. Na, der hat die Zähne nicht geputzt, stimmt. Und immer dieselben Klamotten, das ist richtig, ja. Gary Top, hi, danke. Danke fürs 19. Abo an Gary Top. Wir sind für richtig kleine Straße runter, große hinten rum. Ah, hier waren wir schon mal. Hier hatten wir schon mal gelootet an dieser Stelle. Und das ist die große Straße und hier gehen wir jetzt in diese Richtung weiter. Jetzt sind wir Richtung Osten unterwegs. Ah, hinter dem Berg rechts rein. Das ist der Berg. Oder der, das Mini-Gebirge hier. Wieder ein Monster. Es ist aber, glaube ich, nur eine. Ach, wir haben den Bogen gar nicht angelegt. Alte Felslibelle, die kriegen wir. Ja, von hinten schon volle Kanne getroffen. Ja, das war ja gar kein Ding. Chitinpanzer und XP abgegriffen. Gibt's hier was? Ja, ein Versteck. Altes Medikit, Schwefel und vieles andere mehr. Schwarz gebrannter. Ach, das sind alles alte Eisenbahnwaggons hier. Hier wollen wir hin. Wer bist du? Ein Grottenvogel? Der hat uns ja eigentlich nichts getan, ne? Ja, XP. Wir nehmen alles mit, was es an XP... Ich weiß, es ist peinlich. Wir nehmen alles mit, was es an XP gibt. An... Falls ihr euch fragt, wie sind in der Welt Warnung. Von Elex in diesem Magalan Gebiet befinden sich viele feindliche Kreaturen mit niedrigem IQ. Ah ja. Wie sind einst die Grottenvögel ausgestorben? Ihr wart live dabei. Mächtiger Heiltrank. Eine Felsassel. Oh, ein Monster. Was ist das für eins? Ah, das ist nur eine Pestratte, glaube ich, ne?
ist die nächste. Oh. Die ist nicht infiziert. Ein mächtiger Schlag von hinten. Und wo sind wir jetzt? Wir nähern uns langsam den Barbaren hier unten. Ganz schön bedeckter Himmel heute. Sind das die Geier, die schon über unseren Köpfen kreisen? Und worauf warten die? Auf uns oder auf unsere Feinde? Meint ihr, das sind Geier? Wen behalten die hier im Auge? Wird es hier dunkel? Ist der... Oder ist es immer noch morgen? Es sollte eigentlich Morgensonne sein. Noch etwas weiter looten, bitte. Nein. Elixierbeutel. Sehr cool. Oh, Elex. Das bringt richtig gut was ein. Es hat sich sowas gelohnt, hier rumzulaufen. Klasse. Schimmert es nochmal bläulich. Das war's, ne? Das ist der Berg. Hier unten. Da wollen wir hin. Wollen wir Rache nehmen. Das müsste ungefähr in dieser Richtung sein. Da hatten wir schon mal Kämpfe bestritten, die wir nicht erfolgreich zu Ende führen konnten. Mit Banditen. Hinter den Ruinenstädten. Und da vorne, in der Gegend, wo wir gerade hinschauen, dahinter, da könnte der mächtige Schlaghammer sein für unseren Baumeister. Da können wir danach dann hinlaufen. Da, zweites Ziel, erstes Ziel.